Welcome back to Space Engineer, ladies and gentlemen. Ja, da sind wir wieder mit unserem kleinen Klogänger hier. Nein, das will ich natürlich nicht. Wir wollen Spotlight. Oh, das wird lustig. Wenn die Batterien noch nicht so riesig wären, würde ich hier wirklich auch noch eine Batterie reinschweißen in das Ding. Glaubt es mir oder nicht? Boah! Ich sehe nichts mehr! Das Ding ist gut! Also damit sehen wir jetzt auf jeden Fall was. Ich bin blind. Ei, caramba. So, dann brauchten wir ja nochmal so eine Antenne, hatte ich ja gesagt, ne? Was haben wir da alles für? Zum Glück keine Detektorkomponenten, aber okay. Antenne, das ist etwas, was ich theoretisch hier von unten dran bauen wollen würde. Auch so ein bisschen geschützt natürlich. Jawohl. Oh, kann ich da einfach reinsetzen? Need small steel tubes. Aber da steht doch, dass ich alles habe. Irritierend. Okay. Ich meine doch, haben wir die nicht? Ne, haben wir nicht. Warum ist... Keine Ahnung. Lalalala, hab mich wahrscheinlich verguckt. Small Steel Tubes. Nehmen wir auch einfach mal unsere obligatorische... Ne, wir machen es anders. Unsere obligatorische... Und gucken wir mal, wo wir die Antenne am besten mal hinsetzen. Was auch guten Empfang bietet. So, ach, hier hinten kommen. Passt schon. Halt! Ah. So, genau. So, wie kann ich da jetzt irgendwie reinsetzen oder wie? Nee, das natürlich nicht. Aber das machen wir doch mal ganz geschickt. Bingo! Hieß der Hund. Tralalala. Ja, so will ich es eigentlich nicht drin haben. Müssen wir wahrscheinlich dann wieder noch irgendwie kurzerhand da einen Block reinschweißen, dass das funktioniert. Nee. Super, da haben wir doch... So. Geht doch. Junge. Und wenn ich jetzt mit der Antenne das Ding benennen kann, bin ich happy. Computer. Ich hatte doch Computer noch dabei. Oder auch nicht. Mann. Nee, natürlich nicht mehr. Ja. Ja, jetzt spiele ich hier schon wieder zu lange mit dem Schiff rum, anstatt auszuprobieren, ob es entlädt, ne? Aber es funktioniert. Wir sehen schon, dass wir jetzt Antenne da stehen haben. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch gleich auf meine Station mal einzeln bauen. Kann ich so auf dich zugreifen, Antenne? Nö. Machen wir dann von drinnen. Das sind keins. Schade. So, mal gucken. Wo könnten wir hier mal auf der Stadt... Die Station ist ja schon so herrlich gut ausgebaut, dass ich überhaupt nicht weiß, wo ich hier sowas hinsetzen möchte. Oh, ja, hier ist sie, kann das sein, minimal größer? Ja, so ganz klein, ein ganz kleines bisschen größer ist sie hier. So, dann machen wir sie doch einfach hier hin, irgendwie. Deswegen wahrscheinlich, hier ist einfach, wurden uns die Komponenten so hoch angezeigt. Es kann natürlich auch sein, dass die Komponenten aus dem Grund immer so hoch angezeigt werden. Das hängt vielleicht sogar mit den Schiffen noch zusammen. Das ist halt das, was du wirklich maximal brauchen würden. Ein bisschen anders hinsetzen, angezeigt wird. Dann aber, wenn es halt die kleinere Variante, eben weniger ist. Auf jeden Fall brauche ich jetzt noch alles.
Steel Plates, Steel Tubes jeden. Und hier brauchen wir wirklich Communication Best. So, ja. Jetzt kümmere ich mich doch erstmal darum, dass das hier hoffentlich funktioniert. Schiffchen, ich komme. Boah, so erstmal Lights off. So, passt alles, wackelt alles und hat Luft. So, Small Reactor, Spotlight, Ejector. Collect all. Throw out. Bams! Ich habe keine Ahnung, wie viel er rauswirft. Hallo? Das hat doch gerade so schön funktioniert. Warum funktioniert es jetzt nicht mehr? Das müsste ja verbunden sein. Oh, das ist natürlich fies, wenn wir das jetzt von Hand da immer runterziehen müssen, ne? Hm. Cargo-Container. Control-Panel, Cargo-Container. Wo ist er denn? Da ist er. Aber halt, stopp. Können wir mal gleich gucken hier. Antenna. So, das ist unser Drillmaster. Anscheinend macht er das nicht automatisch. Hm. Filtersystem. Drill. Nein. Genau, ich würde jetzt gerne... Wie kann man denn jetzt sagen, dass er das noch da schmeißen soll? Ja, funktionieren tut so auch, aber ich finde es ein bisschen dusselig, dass ich das alles von Hand darüber wuppen muss. Wahrscheinlich muss ich das machen. Dass er alles sammeln soll. Guckt an, jetzt funktioniert es. So. So. So, die können wir mal komplett rein. Und dann machen wir hiervon auch nochmal 100. Und gucken wir dann mal, wie viel wir noch dann theoretisch könnten. Ah, das hat er leider komplett rausgewuppt. Ah, er macht es anscheinend nach der Reihe so ein bisschen weg. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Solange er jetzt entlädt und alles funktioniert. Jawoll! Wir haben was geschafft. Wir haben was geschafft. Hihihi. So, das heißt, wir können jetzt noch... So, Steel Plates. Ja, genau. Da müssen wir jetzt erstmal alles holen, was wir irgendwie gebrauchen können. So, jetzt müssen wir hier auch ein paar Antennenkomponenten haben, oder? Detektorkomponenten, Produktion. Platin fehlt! Nein! Nee, die brauchen wir, ne? Ich möchte gerne das nach vorne geschoben haben. So, Inventory. Wie machen wir es jetzt mal? Ich keine Ahnung. Ich weiß jetzt, weil ich mir jetzt nicht gemerkt habe, wie viel wir brauchen, machen wir es wieder mit unserem üblichen. Wir raten uns was zusammen. Wir brauchen unbedingt auch. Wir brauchen auch unbedingt, wie wir sehen, einiges anderes wieder an Material. So.
Okay. 40 Radiokommunikationspunkte, das geht. 40 Stück davon ist ja echt nicht so viel. Wir brauchen noch ein paar Large. Also Radio und Large. Da jetzt nicht geguckt, wie viel wir da brauchen. Daher mal einfach Pi mal Daumchen. Das sind Medical Components. So, wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Da unten, Mann. Oh, schön, dass er das jetzt alles in den Connector reinpackt. Das muss ich mal kurz abändern. Produktion, Inventory, Connector, da. Collect all off. Connector. Halt. Jetzt bin ich irgendwie irritiert. Was jetzt alles da drin ist. Moment. Da habe ich jetzt auch irgendwie... Oh nee, ich habe es angemacht. Bäh. Na, das sollte natürlich nicht sein. Das können wir schon mal benennen. Okay. Nochmal Hide Empty. Refinery Mass Assembler. Nein. Large Cargo. Na, bitte geht doch. So, schmeißen wir das mal alles hier schön hin, wo es auch hingehört. So und so und so. Das gehört jetzt alles natürlich woanders rein. Kollektor, Konnektor. Genau, da wollen wir ja nichts drin haben. Aber in die Raffinerie gehört hier noch einiges. Nee. In Assembler. Show all types. So. Das Refinery Connector. Ach, das Ding ist voll. Detail. Ellis Klierchen. So, dann gehört das also auch. Alles hier hoch. So, Junge. Habe ich jetzt das geholt, was ich holen wollte? Musste, tun, tut, hat. Natürlich nicht. Die wollte ich ja... Oh, nehmen viel Platz weg und ich glaube, da brauchen wir 40 Stück von, ne? So, 20 Large. Und richtig, insgesamt 40 von den Radiokomponenten. Mmh. 20 Large erstmal. Zack, zack, zack. Und Radio. Wo ist Radioactive? Wo sind die Radioaktivitäten? Da sind sie. Oh, da... Da fliegt man ja nur 200 Mal hin und her. So, Pi mal Daumen geschätzt. Oh, mit... Ich stelle mir jetzt gerade mit ganz normal großem Inventar vor. Ach du Schande. Boing. Ja, das wäre... Boah. Nee. Stell dir das jetzt wirklich mal mit normal großem Inventar vor. Da würde das wahrscheinlich das komplette Inventar... Reicht das überhaupt, um da überhaupt was reinzukriegen? Jetzt gerade bin ich echt so... Warum habe ich es nicht auf 10-fach gestellt? So, noch 3. Dann haben wir es zumindest geschafft. Ja, so. Und können es fertig schweißen hier. Eieieiei. Warum heißt du noch Antenne? Nee, Homebase steht da sogar. Passt. Drillmaster, genau so. Mal gucken, ist er denn schon leer? Er sieht fast leer aus. Geile Sache.
So, wo haben wir denn? Ejector. Throughout of. Wumms. Klasse, klasse, klasse. So, wir brauchen... Was brauchen wir denn alles? Wir brauchen... Ach ja, seht ihr, da wollte ich jetzt ja noch ein bisschen mehr anbrutzeln, ne? Bauen. So, die haben wir. Da können wir noch ein paar anbauen, wie ich finde. Müssten wir gleich mal gucken. Die brauchen wir nicht. Antenne haben wir auch. So gerne ich sie anbauen würde, die Batterie, ne? Gibt sie nicht auch einen kleinen? Interieurpiller, ne, also Stützbalken brauchen wir nicht, kleine Batterien. Und die Folge ist auch schon wieder um, meine Güte. Die Zeit vergeht echt ultra schnell. Decoy. Beacon. Ohrdetektor, genau den bräuchten wir nochmal. Construction Components braucht das kleine Mistding. Ich werde den wahrscheinlich dann so, dass er hier so ein bisschen geschützt ist, anbrauen. Also, naja, mal gucken gleich. Erstmal Construction Components. Und da brauchen wir 25 Dektor-Komponenten für. Ach du Schande. Deswegen werden wir den mit Sicherheit noch nicht fertig kriegen, weil das sind ja, glaube ich, die Sachen, die uns so fehlen, ne? So minimal. So. Habe ich jetzt nicht geguckt, 20 waren es, oder? Gucken wir mal. 40. Na egal, 40 und 50 Steel Plates. Machen wir das schnell. Und 40 Steel Plates. 50, glaube ich. Ja, komm, mitnehmen, passt schon. Dann sage ich erstmal wieder vielen Dank fürs Anschauen und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Und es ist echt schlimm, man nimmt immer... Also wenn man mal anfängt, nimmt man hier echt viel auf. Ja, bis zur nächsten. Tschüss.